herzlich willkommen an der großen Orgel im Neheimer Dom, an der großen Sauerorgel, die wir von ihrer Dimension her durchaus mit den Größenordnungen einer Domorgel vergleichen können. Das Instrument wurde im Jahr 1928 ursprünglich errichtet und nach dem optischen Vorbild der damaligen Paderborner Domorgel tatsächlich auch komplett hinter einer Wand versteckt. Also die einzelnen Pfeifen der Orgel, so wie das heute der Fall ist, waren nicht sichtbar, sie waren hörbar und konnten nur durch Öffnen und Schließen von Jalousien in dieser Wand akustisch verändert werden. Die Orgel gilt deswegen als groß, weil sie 73 Register beherbergt. 73 Register heißt etwa 73 Familien von Orgelpfeifen. Und diese Orgelpfeifen sind zwischen knapp 5 Meter und knapp 5 Millimeter groß. Und die Größe wirkt sich aus auf die Höhe des Tons bei einer Pfeifenorgel. Die Orgel ist eine Mischung aus Tasteninstrument, ich sitze ja hier an den Tasten am sogenannten Spieltisch, und Blasinstrument, denn die einzelne Pfeife im Orgelwerk wird durch Luft aktiviert. Wir haben in dieser Orgel etwa 5000 Pfeifen und weil es ein elektromagnetisches System gibt, etwa 3700 Magneten, die von den Tasten hier am Spieltisch gesteuert die Luftzufuhr in den Pfeifen steuern. Und eine 16-Fuß-Pfeife, die als tiefsten Ton eine 4,80 Meter lange schwingende Luftsäule hat, klingt so. Von der tiefsten bis zur höchsten Pfeife gehören also alle diese Pfeifen zum Register Prinzipal 16 Fuß. Prinzipal 8 Fuß ist dasselbe in der halben Länge und das äußert sich darin, dass die Töne alle eine Oktave höher klingen. Und die unterschiedlichen Längen der Orgelpfeifen, auch die unterschiedliche Bauart der Orgelpfeifen, bedingen den sehr variablen Klang. Das eine Register klingt wie eine Trompete, ein anderes klingt wie eine Pfeife, ein drittes klingt vielleicht ähnlich wie eine Bratsche oder ein Cello oder überhaupt wie ein Streichinstrument. Und die Orgel kann ganz viele Instrumente, die es sonst im Orchester gibt oder so draußen in der Welt gibt, imitieren und klanglich darstellen. 73 Register in dieser Orgel bedeutet, dass es eigentlich unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, denn ich kann jedes Register allein spielen, aber auch zwei zusammen oder drei zusammen und dabei ist auch nicht festgelegt, welche miteinander kombiniert werden. Alles geht eigentlich und das ist die große Vielfalt dieser Orgel, die wird eigentlich nie langweilig. Ich spiele die jetzt seit knapp 50 Jahren und sehr regelmäßig, das heißt wirklich im Durchschnitt fast täglich seit dieser Zeit. Und ich habe noch nicht alle Klangmöglichkeiten ausprobieren können und bin auch bestimmt noch nicht an die Grenzen dieser Orgel gestoßen. Bevor wir uns das Pfeifenwerk nachher einmal vom Inneren her anschauen, gebe ich ein paar klangliche Beispiele. Das heißt, verschiedene Register in ganz unterschiedlicher Klangqualität und auch in unterschiedlicher Höhe werde ich jetzt mal spielen mit einer bekannten österlichen Melodie. Das ist der Tag, den Gott gemacht. Das ist so ein kleines Erkennungsmotiv jetzt, was ich mal durch etwa ein Dutzend verschiedene Klangfarben vorstellen möchte. Thank you.
Nach diesem akustischen Eindruck, also wenige Register, viele Register, hohe Register, tiefe Register, besondere Register, lade ich euch und Sie ein, jetzt einmal in das Orgelwerk zu gehen. Das können wir natürlich normalerweise nicht machen, das ist alles streng verschlossen und auch sehr empfindlich. Und dann schauen wir uns die einzelnen Pfeifen mal aus der Nähe an. So, hier befinden wir uns jetzt im Innern des Orgelwerks. Was man sehr schön sehen kann, ist eine Art Sarkophag für den alten Motor. Die Orgel hatte damals einen riesengroßen uralten Motor, der ist jetzt hier unter dem Boden eingebaut und der ist so groß, dass man den gar nicht rausbewegen konnte. Der steht also noch hier. Hier oben ist ein Teil der Magneten erkennbar, von denen es, wie gesagt, etwa 3700 in der Orgel gibt. Jeder Magnet steuert eine Pfeifenreihe innerhalb eines Registers, sodass also immer, wenn ein Magnet sich öffnet, ein Ton zu hören ist. Wenn ich viele Töne gleichzeitig drücke auf den Tasten, höre ich auch das Schlagen mehrerer Magneten und dann klingen eben mehrere Pfeifen gleichzeitig. An dieser Wand habe ich einen kleinen Eindruck von der sehr komplizierten elektrischen Verschaltung dieser Orgeln. In der Barockzeit waren Orgeln ja rein mechanisch ausgerichtet, also alles ging über Holzstäbchen und vielleicht auch mal Drähte. Nicht mal der Motor lief elektrisch, der musste von Kalkanten bedient werden, indem man eben zwei oder drei Leute hatte, die Luft in die Orgel pumpen mussten. Das geht heute alles elektrisch, der Motor läuft elektrisch, aber auch die Verschaltung der verschiedenen Register, der Klangfarben, funktioniert elektrisch. So, die Orgel insgesamt gut 10 Meter hoch ist, müssen wir auch ein bisschen steigen und klettern. Jetzt sind wir auf der untersten Etage eigentlich angekommen und können gleich hier einen Blick in das Pfeifenwerk werfen. Und wenn wir uns jetzt einmal umschauen, dann sehen wir mir gegenüber den neuen Motor. Der ist vor etwa 20 Jahren dann hier oben eingebaut worden und von hier aus kann er die Orgel besser mit Wind versorgen, mit gleichmäßiger Luft. Hinter dieser Tür bekommen wir jetzt einen ersten Einblick ins Pfeifenwerk, in das sogenannte Schwellwerk. Das heißt, alle Pfeifen, die hier stehen, gehören zu einem Manual auf dem Spieltisch, zu einer Registerreihe auf dem Spieltisch. So, das sogenannte Schwellwerk. Vor mir steht das Register Oboe. Auf meiner linken Seite befinden sich die ganz kleinen Pfeifen, auf der rechten Seite die ganz großen Pfeifen, das heißt von links sind die kleinen Töne zunehmend tiefer werdend bis zu dieser großen Pfeife, die den tiefsten Ton hat. Darin dann immer ganz fein säuberlich aufgereiht die Pfeifen der übrigen Register, immer von links klein nach rechts groß und so, dass tatsächlich unter jeder einzelnen Pfeife Wind sich bewegt, das heißt dort steht die Luft, die der große Motor der Orgel bereithält und mit dem Magneten wird die einzelne Pfeife angesteuert, also geöffnet oder geschlossen. So, nachdem wir uns hier in der Hauptorgel befinden, die etwa 3/4 der Register beherbergt, gehen wir jetzt in das Fernwerk. Das heißt, wir steigen über den gesamten Dachboden bis nach vorn in die Kirche. Über dem Altarraum befindet sich das sogenannte Fernwerk. Das spiele ich am Spieltisch vom 4. Manual aus, also die oberste Tastenreihe, bedient das Fernwerk. Los geht's! So, also zu den ersten 33 Stufen ungefähr 40 weitere. Jetzt haben wir schon eine ganz beachtliche Höhe erreicht. Jetzt geht es weiter Richtung Glockenstuhl. So, jetzt befinden wir uns also unterhalb der Glocken. Im Hintergrund ist das Uhrwerk. Das Uhrwerk steuert auch über Drähte die Glocke. Wir machen uns jetzt auf den Weg über den gesamten Dachboden. Gut abgesichert hier.
Auf geht's. Hinter dieser richtig dicken, schweren, nämlich isolierenden Tür befindet sich jetzt das Fernwerk. Das heißt, das Fernwerk ist eine kleine Orgel für sich, eben spielbar vom Hauptspieltisch aus, weil es elektrisch funktioniert. Und hierin sehen wir jetzt auch noch eine große Ansammlung an Pfeifen. Ich ziehe mal die große Tür auf. Es ist darin relativ warm, weil die Luft nämlich aus dem Kirchenraum nach oben steigt. So, auch hier also verschiedene Reihen, nämlich genau 16 Reihen von Pfeifen, das heißt 16 Register mit Luft lässt sich Öffnung steuern. Hier haben wir eine ganz außergewöhnliche Besonderheit der Neheimer Domorgel, nämlich ein Glockenspiel. Als Register wird es als Harfe bezeichnet. Das Glockenspiel funktioniert tatsächlich wie ein Metallophon. Ich schlage die Metallstämme jetzt mit der Hand an, aber sie funktionieren eigentlich, indem ich an der Hauptorgel eine Taste drücke und das Register Harfe eingeschaltet habe. Und dann kann ich eben von dort dieses Glockenspiel bedienen. So, das war einmal ein seltener Blick hinter die Kulissen, hinter die klanglichen Kulissen der wirklich großen und abwechslungsreichen Neheimer Domorgel mit ihren 73 Registern und der großen Klangfülle. Nicht umsonst ist das Instrument ja sehr begehrt bei Gästen, die hier Konzerte spielen möchten. Und ich glaube auch unsere Kirchenbesucher mögen den Klang des Instruments und die Weise, wie man es spielen kann. Und in dem Sinne wünsche ich noch viele schöne Erlebnisse jetzt in nächster Zeit beim Anhören der Orgel im Neheimer Dom St. Johannes Baptist.